Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta in Rome Total War 2 und willkommen im Jahr 2020. Yay! Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert, ihr seid gesund rübergeflutscht ins nächste Jahr und letztes Mal haben wir hier ja so ein bisschen den Hintern von Bütchen, also von den drei Armeen hier, versohlt. Ich will diese Folge dafür nutzen, um ein bisschen zu snacken, also ein bisschen zu erörtern, was wir jetzt nächstes Jahr, also dieses Jahr machen und also was ich vorhabe mit dem Kanal und auch was letztes Jahr alles passiert ist und so weiter. Letztes Jahr. Also, letztes Jahr war für mich ziemlich erfolgreich, weil davor hatte ich die ganze Zeit, ich hatte sehr lange nicht mehr als 20, 30 Abonnenten und dann ist es plötzlich auf 50 hoch, also war voll cool, hab mich mega gefreut. Das war im letzten halben Jahr, glaube ich. Es ist bis auf 50 hoch. Und warte, das ist ein Schmarrn. Wie gesagt, also ultra cool. Freu mich mega darüber. Also an sich ist es ja für YouTube sind 50 eigentlich nichts. Und 1000 und 2000 sind auch nichts an sich. Aber so viele hatte ich noch nie und ja. Bin voll aufgeregt und freue mich. Gut, habe ich auch außerhalb von YouTube viel erreicht. Also ich habe den Meister gemacht in Bildhauerei, also in Schnitzen und in Kunst quasi, Kunstschnitzen. Und habe mich dann auch selbstständig gemacht. Ja, also sehr viel Neues kam dann auf mich zu. Und ich bin immer noch dabei, meine Selbstständigkeit wirklich aufzubauen und das geht ja nicht innerhalb von einem halben Jahr. Also ich habe gute, coole Aufträge die Auftragslage ist gerade noch ein bisschen gequetscht, also ich muss schauen, dass ich alles schaffe. Und bei der Selbstständigkeit ist es ja immer so, dass man nicht weiß, was dann im nächsten Monat ist oder im übernächsten Monat. Und das ist auch so ein Unterschied zwischen Angestellt und Selbstständigkeit, weil Angestellt, du hast halt dein Jahr und es ist komplett sicher. Also du bekommst halt immer dein Gehalt und Versicherung ist auch günstiger, weil die Hälfte wird vom Arbeitgeber übernommen, also die Hälfte von den Kosten. Und Sparta Schutz verfällt. Ja. Deswegen ist es halt immer super spannend und auch kräftezehrend, wenn man jetzt keine Aufträge mehr hat, weil man muss ja mit dem ganzen Geld, was man verdient, muss man ja quasi das Jahr über nein. Ich hab's schon wieder falsch gemacht. Na gut. Man muss halt schauen, dass man halt das Jahr über überlebt. Man muss die ersten Jahre halt mega viel sparen, aber auch mega viel ausgeben, weil man die Werkstatt zum Beispiel, also in meinem Fall jetzt die Werkstatt, ausbauen muss und so weiter, genau.
Also ist auf jeden Fall spannend. So, jetzt wollen wir doch mal klären, was dieses Jahr alles auf euch zukommt. Und zwar habe ich schon, so viele Kavallerie brauche ich nicht, das ist Sparta. Letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, habe ich schon versprochen, dass ich dieses Jahr mit den Livestreaming anfange. Letztes Jahr habe ich das noch nicht gemacht, weil ich nicht mit meinem alten PC das machen wollte. Oh, Handelsabkommen, ja gerne. Mit meinem alten PC machen wollte. Also der ist immer noch super gut. Aber er ist schon ziemlich alt. Hat damals 1000 Euro gekostet. Vor, ich glaube, 7 Jahren oder so habe ich den. Nee, ist sogar schon länger her. Naja, auf jeden Fall. Wollte ich das mit dem nicht machen. Und jetzt werde ich das machen, weil ich habe in den Herbstferien, Anfang November, habe ich mir einen neuen PC besorgt. Und. Oh Mann. Der will mich jetzt echt verarschen. Was? Was ist los? Ich verstehe das nicht. Das ist unmöglich. Oh. Vanni, wieso hast du jetzt immer noch nur die Hälfte? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du musst. Das macht sowas von überhaupt keinen Sinn, was du gerade machst. Du kleiner Verbackter. Und wieso kannst du hier nicht weg? Alter, ist das verbuggt? Verbuggte Schuhsü. Na egal, dann chill ich halt da nochmal. Gut, wie gesagt, dieses Jahr kommt eine. Flup. Dieses Jahr mache ich Streaming. Fange ich jetzt Streaming an. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich erstmal die ersten zwei Livestreams oder Streams werde ich zu ein bisschen ungewöhnlichen Zeiten machen. Also das heißt so, wahrscheinlich so, mittags rum. Weil, ich muss schauen, ob alles klappt, ob alles funktioniert. Das nervt echt. Damit habe ich jetzt eine Runde verloren. Aber egal. Genau, ob alles funktioniert, wie alles funktioniert. Hä? Ich greif den doch nicht an. Was ist denn los mit dem? Ich greif den doch nicht auf dem Land, auf dem See an. Erstmal muss ich ja schauen, dass alles funktioniert. Und dann das erste große Spiel, was ich dann machen werde, ist im April. Cyberpunk. Da freue ich mich schon mega, mega, mega drauf. Schon seit die das in Witcher 3 geteasert haben. Also Cyberpunk. Und Cyberpunk ist eins der coolsten. Danke. Eines der coolsten, Publisher, einer der coolsten Publisher, die es gibt. Also, ja, ist so. Und ich freue mich mega drauf. Bin mal gespannt, wie es wird. Und wie gesagt, also Cyberpunk werde ich dann streamen. Und wenn ihr noch andere Wünsche habt, so wie Rome Total War, dann werde ich das natürlich auch spielen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also vor allen Dingen, das Coole am Streamen ist ja, am Livestream ist ja, dass ihr dann fragen könnt und ich kann es gleich beantworten. Wenn ihr die Streams verpasst, ist auch überhaupt kein Problem, weil ich lade die dann auch auf den Kanal hier hoch. Also vor allen Dingen, wenn so große Spiele sind wie Cyberpunk. Also da wollte ich ja eh ein
Let's Play deswegen machen. Und jetzt, da ich einen coolen neuen PC habe, kann ich das auch streamen und dann mache ich halt beides gleichzeitig. Das geht mit dem CPU, den ich jetzt habe. Also quasi gleichzeitig aufnehmen und streamen. Das hätte zum Beispiel mein alter nicht, mein alter PC niemals geschafft. Einsatz von Söldnern mache ich nicht. Schutz verfallen. Ja, ich hatte ja auch so Megaschutz. Darf ich jetzt mal angreifen? Boom. Danke. So, ich mach das mal hier. Den, ja. Das ist so idiotisch von dem. So ultra idiotisch. Weil, er war ja eingebunkert. Also, er hatte einen, er war eingebunkert. Fertig. Und, dadurch, dass er geflohen ist, hat er natürlich das Lager abgebrochen. Und ja, jetzt hatte er keine Nahkampfinfanterie, das habe ich gerade gelesen, deswegen habe ich es gerade gesagt. Er hatte keine Türme mehr und mit Türmen hätte er sehr viel mehr Damage gemacht, als er jetzt gemacht hat. So, irgendwann will ich darüber, aber ich weiß nicht, ob ich das gleichzeitig mache. Ob ich das gleichzeitig mit hier Asien und so weiter mache und halt eine Armee nach Rom. Das weiß ich halt nicht, ob ich das machen will. Weil dann stretch ich, also weite ich mich so. Und dann könnte zum Beispiel hier die Odrysen mit ihren Düsen könnten ganz schnell rüber düsen. Odrysen auf Düsen auf Düsen. Ja, ich bin ein Meister der Dichtkunst. Ja, hier sind jetzt zwei Armeen, aber ich mach mal Safety First. So. Genau. Ich will mal wissen, was hier so alles abgeht. Und hier genau dasselbe Prozedere. Ah, Seleukiden gibt's noch. Das ist ja cool. Vielleicht werden es die Seleukiden so übermächtig und dann könnt ihr schon mal ein Vorgeschmack auf das Gefecht zwischen Take und mir. Also wir spielen ja auch Seleukiden gegen Sparta und das gibt dann ein kleines Vorgeplänkel oder Foreshadowing. auf die kommenden Schlachten. Also ich bin mal auch gespannt. Also mit Jake werde ich das Let's Play auf jeden Fall auch weiterhin aufnehmen. Also wir brauchen natürlich, wir müssen natürlich eine Zeit finden. Genauso wie mit, das ist wieder so idiotisch, dass er die Armeen daraus raushaut. Genau, mit Sarah werde ich dann endlich nach Jahren werde ich dann auch Tomb Raider weitermachen. Das habe ich ja, das konnte ich ja nicht mehr weiterspielen wegen meinem alten PC. Der ist da komplett in die Knie gegangen auf einmal. Also das war echt seltsam, weil ja das war eigentlich relativ chillig. War halt, also ich konnte, oder wir konnten das ja nur auf mittlerer Grafik Quali aufnehmen, aber trotzdem, das war ja nie ein Problem. Na, plötzlich auf einmal konnte ich das nicht mehr aufnehmen. Also es hat geruckelt wieder und so weiter. Also, ja. Langer Sinn, kurzer Satz, andersrum. genau, da kommen jetzt auch die letzten Folgen raus, was mich sehr freut. Also wir müssen auch noch mal schauen, wo wir da überhaupt waren und was wir da überhaupt gezockt haben. Genau. Aber auf jeden Fall wird es dann beendet. Dann ein paar neue, ja, die Unbesiegbaren haben auch eine Tradition bekommen. Das ist natürlich super. Wo sind die Speerkämpfer? Hier. Ja. Was auch
ja, vielleicht interessant sein könnte. Es gibt wird ein paar neue Spiele hier auf dem Kanal geben, also neben Cyberpunk wird es noch, ich überlege mir Witcher hochzuladen, also aufzunehmen, weil Witcher ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele. Und das könnte sicher vielleicht auch für einen Livestream lohnen. Weil da kann man sehr viele Entscheidungen treffen, genauso wie bei Cyberpunk. Also Cyberpunk ist sehr viel mehr Entscheidungsfreiheit. Und das ist, glaube ich, im Stream ganz cool, wenn wir dann zusammen entscheiden können, welchen Weg wir dann nehmen. Und genau, so ein paar kleinere Spiele spiele ich noch, also ein bisschen ruhigere. Ihr seid weise genug, nicht untätig am Ufer Ja, zu komm. sitzen. Nehmen wir das an. Also, bis ich die Insel angreife, wird ewig. Ewigkeiten. Fucky. Genau. Wo war ich gerade? Genau, bei den Spielen, die dann noch kommen Zu wollen. euren Diensten. Ich werde auf jeden Fall Warcraft Reforged Bereit zum Kampf. aufnehmen. Oder Remastered heißt es. Reforged heißt ein anderes Spiel. Das ich jetzt vergessen habe. Wir hungern nach einer Schlacht. Genau. Ich überlege gerade, wo wir hier hin oder was wir hier noch machen wollen. Außer noch scouten und so weiter. Ich will mal wissen, wie groß diese Seleukiden sind. Unbekannt Seleukiden, also Syria hat Seleukiden. Ja, fast Nabatea. Oh, hier sind. Hier, das da haben auch Seleukiden. Seleukiden, das da. Seleukiden. Oh, ja, Seleukiden sind schon. Was? Das da haben auch Seleukiden. Das da haben Rebellen. Ägypten. Okay, Ägypten ist nur so klein. Das sind Rebellen und das sind auch Seleukiden. Interessant. Genau. Ihr könnt ja super, also super gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Wünsche habt, also fürs neue Jahr quasi, also was ich spielen soll. Ein Wunsch wurde schon geäußert und zwar, dass ich Fortnite spielen soll. Ja, das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt, weil ich bin halt da so ein Super Noob. Also ich habe das gespielt, als es rausgekommen ist. Und also schon relativ lange, auch mit Freunden zusammen. Aber ja. Ja, vielleicht ist das auch was fürs Streamen. Dann so ein kleiner Stream. Ja, vielleicht. Genau, wie gesagt, Wünsche einfach in die Kommentare und ja. Wenn es ein Spiel war, das ich sowieso irgendwann aufnehmen wollte, dann kann ich es ja vorziehen und so weiter. Und dann, was noch sehr wichtig ist, also was mir sehr wichtig wäre eine Zeit, wo ich streamen soll. Also ich habe überlegt, dass, also für mich ist es an sich am besten, wenn ich das vormittags sogar mache. Also vormittags, mittags, so zwischen, keine Ahnung, 11 bis 3 zum Beispiel, also paar Stunden. Und weil dann davor kann ich dann noch die Let's Plays für den Kanal aufnehmen. Und danach kann ich noch genau arbeiten. Und genau, einfach ja, und welcher Tag und so weiter. Also da bin ich auf eure Mitsprache angewiesen. Ist ja klar, also ihr sollt ja mitschauen können. Das ist die Hauptsache. Und ja, genau. Also wie gesagt, die Spiele, die ich spielen soll, also ob jetzt auf dem Kanal oder auf im Livestream. Und dann noch wann, also die Uhrzeit. Super.
Genau. Und jetzt können wir endlich mal Rome Total War spielen, ne? So, warte, der marschiert mal geschwind hier hin. Zu dem Kumpel. Weil hier ist ja eine Fullstack-Armee. Die nicht ganz so gut ist, aber die haben hier noch eine 10er-Armee. Also, da brauche ich schon ein bisschen was. So. Genau, für die, die nicht nur Sparta anschauen, ich werde jetzt heute eigentlich in jedem Let's Play von mir diese Frage stellen, damit es auch alle, die mich schauen, mitbekommen. Ja, das mit dem Livestream und die Fragen waren und was und wo. Also wo ist ja Schutzbündnis. Nee. So, genau. Ich muss auch schauen, weil ich mache es ja natürlich mit einer Webcam. Webcam habe ich auch schon. Habe ja auch schon ein paar Let's Plays von früher mit Webcam aufgenommen. Habe es dann irgendwann gelassen. Genau. Weil das es wird halt, also es deckt halt ein bisschen. Schau, und schon ist er weg. Also er hätte mir so viel Damage machen können, wenn er mit seiner Armee da geblieben wäre. Aber ja, naja. Pergamon, das brauche ich da nicht. So. Ich habe schon wieder meinen Faden verloren. Wo waren wir gerade? Ah, genau, mit der Webcam. Genau, mit der Webcam muss ich dann noch schauen mit der Beleuchtung. Weil es ist ja kacke, wenn alles so kriselig und dunkel ist. Und da muss ich schauen, ob ich hier mir so ein Beleuchtungspanel dann hole, aber die sind ziemlich teuer. Und dann habe ich auch überlegt, ob ich ein Greenscreen mache, also dass hier unten nicht so ein hässlicher Balken oder Kasten ist. Und ja, aber die sind auch so teuer. Ja, vor allen Dingen, also wenn man Platz hat im Raum, sind die gar nicht teuer, dann gibt es schon welche ab 50 Euro. Sind natürlich von der Qualität echt scheiße, dezent gesagt. Genau, aber wenn es halt platzsparend sein soll, dann... Also der beste, also nicht der beste, aber der platzsparendste kostet halt schon wieder 180 oder so. Und ja, also ich habe sehr viel schon ins Let's Play, also für YouTube investiert. Und ich glaube dann, ja, für einen Greenscreen muss dann noch, muss ich dann nochmal sparen und so weiter. Also. Genau. Hier tucke ich ja schon mal rüber. Weil der hat jetzt ein Negativ-Ding bekommen. Weil er die ganze Zeit zu Hause war. Hier Nachlässigkeit, minus Autorität und Moral. Minus Autorität, minus, ja. Das ist sowieso so ein Schlappschwanz. Ja. So. Eigentlich bräuchte der dann gar keine Frau, ne? Das ist der, ja. Aber ja, passt eigentlich. Also der hat ja auch eine eingebildete Frau. Ja, das passt schon. Die sind beide blöd. So, Aktor hat was. Die 300. Uiuiui, hier, wow.
4 Erfahrungsränge für neue Rekruten ist halt super krass. Super gut. Moral. Rüstung. Verstärkungsrate. 1% ist halt kaum was, aber es ist was. So, Sophia, die ist hier im Norden. Tut mir leid, Sophia. Kilsays ist hier unten. So, und weiter geht's. Gut. Apropos, ich komme gerade drauf, weil ich halt total vollgefressen bin von den ganzen, von den ganzen, Festessen, Familienessen und so weiter. Und, was habt ihr so gegessen? Gibt's bei euch, so ein traditionelles Weihnachtsessen, Silvesteressen oder esst ihr halt, wie ihr drauf Bock habt? Oder also auf was ihr Bock habt? Würde mich mal interessieren. So, Fraktion steigt auf. Fraktion angetroffen. Vollgesoffen. Uiuiui, da braucht ja ewig darum. Dann machen wir hier mal doppelte Geschwindigkeit, bitte. Bitte geh. So. Was machst du? Die Unbesiegbaren. Sales. Ah, hier gibt's noch was. Sades. Die Sperre des Ares. Da bleibe ich mal hier. Und warte auf die 300, die dann nicht hier runterkommen. Gut. Dann würde ich sagen, das war's auch wieder mit Sparta. Ich mache jetzt mit Makedonien weiter. Das kommt heute auch. Also so zum Startschuss nehme ich alles auf. Also von jedem Let's Play. Dieses Mal schaffe ich es auch. Letztes Mal kurz nach Weihnachten habe ich es ja nicht mehr geschafft. Leider. Aber dieses Mal schaffe ich es 100 Pro, weil ich heute nicht arbeite. Gut. Und auch nirgendwo hinfahre. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Und ja. Ich wünsche euch, dass das Jahr neue, interessante Begebenheiten und so weiter für euch bereithält. Macht's gut. Bye bye.